Hallo und herzlich willkommen zu den Star Stable Update News vom 7. Februar 2018. Vielen Dank an Mimi, die dieses Intro heute für mich gemacht hat. Ich werde euch ihren Kanal hier oben und in der Infobox verlinken. Schaut doch mal bei ihr vorbei. Mit dem heutigen Update kamen drei neue Modelle des nordschwedischen Kaltbluts ins Spiel. Die nordschwedischen Kaltblüter sind kältebeständig. Sie kosten 749 Starcoins. Einen rotbraunen Kaltblüter könnt ihr in Fort Pinter finden. Ein Palomino und einen schwarzen Kaltblüter könnt ihr in Veildale finden. Um die Pferde in Veildale kaufen zu können, müsst ihr Spieler Level 8 erreicht haben. Aber für den Kaltblüter in Fort Pinter braucht ihr nur Level 1. Die alten Modelle des nordschwedischen Kaltblutes findet ihr nun auf dem Pferdemarkt für 599 SC. Diese Woche findet ihr den Pferdemarkt in Fort Pinter. Schaut doch mal bei Eddie und Ferdinand vorbei. Vor ein paar Tagen hatte Star Stable auf deren Facebook-Seite einen Code für ein Plüsch-Regenbogen-Einhorn veröffentlicht. Falls ihr den Code noch nicht eingelöst habt, macht es doch jetzt. Der Code heißt Rainbow Plush und ist noch bis zum 15. Februar einlösbar. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, wünsche euch viel Spaß mit den neuen Modellen der nordschwedischen Kaltblüter und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!